Ja, mein Name ist Christian Barlow. Ich bin gelernter Einzelhandelskaufmann, habe mich trotz meines vorangeschrittenen Alters entschieden, noch einmal eine zweite Ausbildung zu beginnen und zusätzlich den technischen Betriebswirt dazu zu machen. Damals nach Abschluss meiner Schule wäre ich gerne Archäologe oder Architekt geworden, also eher ein Studienberuf. Leider muss ich sagen, dass ich nach 12 Jahren Schule nicht mehr unbedingt bereit war, noch mal 6 Jahre weiter in eine trockene, theoretische Studienausbildung zu stecken. Habe mich deswegen lieber für den praktischen Weg einer Ausbildung entschieden. Wie schon in der Vorstellung gesagt, habe ich damals den Einzelhandelskaufmann gelernt, musste aber leider nach 14, 15 Jahren feststellen, dass das nicht der Beruf ist, der mich bis an mein Rentenalter glücklich machen würde. Und da ich mit Mitte 30 noch in der Lage bin, einen neuen Beruf zu erlernen und auch noch gute Möglichkeiten habe, in einem Betrieb unterzukommen, war das für mich die beste Möglichkeit, mich doch nochmal für eine zweite Ausbildung zu entscheiden. Diesmal für das Handwerk. Da mir das aber ein bisschen zu wenig war, da ich ja schon mal eine Ausbildung hatte und ich kein Berufesammler bin, wollte ich unbedingt ein bisschen mehr davon haben. Habe mich an die Handelskammer gewandt und man hat mir das Angebot gemacht, eventuell über den technischen Betriebswirt nachzudenken. Und nach einiger Überlegung dachte ich mir, ja, das wäre eigentlich genau das, was mir im alten Beruf gefehlt hat. Führungsverantwortung, etwas besseres Einkommen vielleicht auch, eine gesicherte Zukunft. Und das war dann im letzten Ende die Entscheidung, warum ich mich dann für den technischen Betriebswirt samt Ausbildung nochmal entschieden habe. Ja, in meinem alten Unternehmen, in dem ich lange Zeit gearbeitet habe und auch gerne gearbeitet habe, bestand leider nicht die Möglichkeit, die Führungsleiter weiter aufwärts zu klettern, da diese Position gerne an Auszubildende vergeben wurde, die intern im Haus auch geschult wurden. Und da ich damals extern mit dazugekommen bin, bestand für mich da einfach nicht mehr die Möglichkeit, weiterhin aufzusteigen. Ich habe diverse Abteilungen und Aufgaben durchlaufen, die alle sehr nett und spannend waren, aber trotzdem nicht das geboten haben, was mir der technische Betriebswirt bieten könnte. Und ja, in der letzten Entscheidung war es mir halt eben wichtig, schnell Führungskompetenz und Verantwortung zu übernehmen. Zum anderen wollte ich auch ein bisschen der Politik entgegenwirken, weil es halt eben doch immer ganz gerne heißt, Deutschland, Fachkräftemangel, und man bräuchte ja unbedingt in Deutschland weiterhin Fachkräfte. Ich bin der Meinung, mit dem technischen Betriebswirt plus die kaufmännische Ausbildung plus eine handwerkliche Ausbildung sollte ich eigentlich ein gefragter Mann sein und so dem Fachkompetenzmangel entgegenzuwirken. Hinzu kommt, dass man doch ein ziemlich breit gefächertes und umfangreiches Wissen für das Betriebswirtschaftliche und Volkswirtschaftliche bekommt. Also nicht nur trockene Materie wie in meinem alten Beruf, Verkaufstechnik und Sachen an den Mann bringen, sondern halt eben, ja, wie sich Marketing gestaltet, wie eine vernünftige Buchhaltung, eine Bilanz auszusehen hat, wie es mit rechtlichen Fragen aussieht, Regressansprüche oder ähnliches. Natürlich auch die Möglichkeit, durch den technischen Betriebswirt eventuell später nochmal einen Meister zu machen. Mit dem technischen Betriebswirt erwerbe ich automatisch den Meister 3 und 4 plus den Ausbildereignungsschein. Ja, und wenn mich die Lust, die Zeit und das Geld packt, wäre ich halt eben in der Lage, noch den Meister 1 und 2 hinterher zu machen und dann auch gerne später mich komplett nochmal selbstständig zu machen, was für mich auch eine sehr schöne Perspektive ist. Was man natürlich nicht unterschlagen darf, woran vielleicht viele natürlich auch denken, ist ein gutes, gesichertes Einkommen. Ich bin jetzt auch schon ein bisschen älter, lebe mit einer Lebenspartnerin zusammen, Kinderwunsch ist da, vielleicht später auch nochmal ein kleines Haus, und mit dem Einkommen, was ich damals halt eben hatte, ist mir das so nicht möglich gewesen, und ich erhoffe mir natürlich auch durch die Ausbildung des technischen Betriebswirtes auch ein etwas besseres Einkommen zu erhalten, als es damals der Fall gewesen ist. Ja, und das sind eigentlich so hauptsächlich meine Beweggründe. Ja, also Sie sollten auf jeden Fall in der Lage sein, ein bisschen zurückstecken zu können.
Ich weiß nicht, wie das bei den etwas jüngeren Leuten aussieht, aber in meinem Fall ist es ja nun doch schon so gewesen, man hat sich einen gewissen Lebensstil erarbeitet, einen großen Freundeskreis aufgebaut, sich für Sport interessiert und ist auch gerne 2-3 Mal die Woche zum Sport gegangen, hat sich mit Freunden getroffen. Man muss sich auf jeden Fall bewusst sein, dass es sich nicht um eine einfache, ja, Nebenbei-Tätigkeit handelt, die man mal so lala über die Schulter schmeißen kann. Also es ist doch schon eine ziemlich harte Herausforderung, die auch wirklich sehr viel Zeit in Anspruch nimmt, da man ja doch die meiste Zeit unter der Woche am Arbeiten ist und der Unterricht sich auf den Samstag und auf die Ferienzeiten bezieht. Und jeder sollte sich im Klaren sein, dass das halt eben private Einschränkungen in Freizeit, Sport, Freunde und eventuell auch Familie bedeuten kann. Das wäre dann mein Schlussresümee, was ich dafür ziehen würde, dass ich das ja nicht einfach so aus Spaß an der Freude mache und einfach nur hoffe, später ein gutes Einkommen zu bekommen. Ich weiß ja im Prinzip, wofür ich es tue, und in meinen Augen ist das eigentlich der beste Ansporn, diese 4 Jahre beziehungsweise jetzt 3,5 Jahre auch wirklich durchzuziehen, um halt eben, ja, letztendlich eine qualifizierte handwerkliche Ausbildung zu haben, plus eine Ausbildung, die einem ermöglicht, eigenständig einen Betrieb zu leiten. Also da muss ich ganz ehrlich sagen, mir ist es viel mehr wichtig, gut und talentiert in meinem Beruf zu sein und Spaß an diesem Beruf zu haben, was ja letztendlich auch der Beweggrund war, meinen alten Beruf aufzugeben und mich für einen neuen Beruf zu entscheiden. Und was nützt mir ein gesellschaftlicher Status, wenn ich einfach keinen Spaß an meinem Beruf habe? Oder anders gesagt, warum sollte ich Doktor werden, wenn ich kein Blut sehen kann, nur um später einen Doktortitel an der Wand zu haben? Ja, also mein persönliches Ziel, ich habe ja natürlich viele Möglichkeiten durch den technischen Betriebswirt. Ich kann allerdings nicht sagen, ob meine Firma mich als technischer Betriebswirt überhaupt übernehmen wird. Wenn sie mich übernehmen, in welchem Bereich ich dann halt eben tätig sein werde. Und mein persönliches Ziel ist es, als Ausbilder in der Ausbildung tätig zu werden. Und ja, jungen Menschen einfach eine gute und qualifizierte Ausbildung zu vermitteln und ihnen auch den Spaß bei der Arbeit zu vermitteln, weil es in meinen Augen, glaube ich, genau das ist, was heutzutage fehlt, um junge Schulabgänger in die Ausbildung zu bekommen und halt eben nicht sofort ins Studium zu treiben, weil halt eben die Eltern dieses oder jenes möchten.